Neue Handelswoche, erster Handelstag bei uns in Deutschland. In den USA gab es gestern natürlich schon einen, weil die Börsen nicht so lange geschlossen lassen. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com. Wir schauen ganz kurz auf die rechtlichen Hinweise und werden uns dann der ersten aktuellen Trading-Chance widmen. Es gibt einige Chancen jetzt auch in den nächsten, ja, Monaten sowieso, aber auch jetzt in den nächsten Tagen steht einiges an. Und für den heutigen Tag handelt es sich dabei um WTI. Crude Oil ist ja seit Ende Februar, da haben wir auch hier schon drüber gesprochen seinerzeit, in einem saisonalen Zeitfenster, in dem es naturgemäß eher nach oben reagiert. Wir haben auch erstmal eine deutliche Reaktion nach oben gesehen, dann ist es zurückgekommen. Und jetzt handelt wieder eine Strategie, die monatlich handelt, nur in einem Monat handelt die nicht, nämlich im März, weil der März einfach zu stark ist. Aber in allen anderen Monaten handelt die. Das ist eine kurzfristige Strategie. Und zwar eine Crude Oil Short Strategie, die zwischen dem dritten und dem fünften Handelstag des Monats arbeitet. Wir sehen das hier. Das ist die Verteilung der Ergebnisse, wenn ich Rohöl an einem Tag short handle. Also was kommt dabei raus? Dann sieht man das hier zum Beispiel, Tag 12 wäre unprofitabel, Tag 15, also Handelstag 15 auch. Hier Tag 10 und 11 sind zum Beispiel sehr profitabel, besonders Tag 11 ist für die Short-Seite profitabel. Und hier haben wir ein Cluster von 3 Tagen. Das ist das einzige Zeitfenster innerhalb dieses Monats, in dem 3 aufeinanderfolgende Tage profitabel sind für die Short-Seite. Natürlich nicht in jedem Monat, sondern das hier ist eine kumulierte Darstellung, wie es sich eben langfristig entwickelt. Und da sehen wir, dass Handelstag 3 bis 5 die Tage sind, Handelstag 3 bis 5 innerhalb eines Monats. Es sind die Tage, in denen es am ehesten für die Short-Seite attraktiv ist, Rohöl zu handeln. Und das ist hier dann auch in diesem Monat wieder der Fall, weil diese Strategie pausiert eben, wie gesagt, nur im März. In allen anderen Monaten handelt sie. Und zwar wieder und wieder und wieder. Natürlich trifft sie nicht immer. Das sehen wir hier auch an den statistischen Daten. Profit Factor 1,97, das ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Damit kann man gut arbeiten. Trefferquote kann man ja hier sehen, liegt bei knapp 60%. Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, dass von 10 Trades, die ich mache, 6 Stück im Gewinn landen, 4 Stück im Verlust. Das ist also normal für so einen Ansatz. Und die Equity an sich, sehen wir hier, ist stetig, hat natürlich auch ihre Verschnaufpausen, ganz klar. Es kann gar nicht anders sein bei einem Ansatz, der immer wieder das gleiche Prozedere abspult, wo ich also immer wieder sage, dann und dann short und im nächsten Monat wieder dann und dann short. Also hier ist bis einschließlich, also von heute, Dienstag, bis einschließlich Donnerstag ist hier die Short-Seite zu spielen. Heute ist der dritte Handelstag, bezogen auf die richtigen Märkte, auf die US-Märkte. Und am Donnerstag wird hier entsprechend ausgestiegen um 22 Uhr. Wie nutze ich dieses Setup? In dem Fall mit einem WTI Crude Oil Short, ein Mini-Future Short von Vontobel. Hebel liegt so ungefähr bei 6. Zumindest war das war der Stand, als das letzte Mal dieses Produkt gehandelt wurde. Wir haben natürlich jetzt schon im Crude Oil, haben wir ein bisschen Bewegung gesehen gestern auch. Dadurch ist natürlich auch der Hebel jetzt nicht genau bei 6 wahrscheinlich, wenn wir hier den Trade aufmachen, aber ungefähr also diese Richtung haben wir. Die WKN lautet VQ 5L 9N. VQ 5L 9N. Einstieg um 8 Uhr Market. Stop Loss liegt bei 1,50 und der Ausstieg, da gibt es kein Gewinnziel, kein festes, sondern es gibt einen zeitbasierten Ausstieg am Donnerstag um 22 Uhr. Das war's für den heutigen Technical Trading oder für das heutige Technical Trading vielmehr. Ich wünsche allen einen guten
Start in die Handelswoche, falls ihr erst heute anfangt zu handeln. Die Futures Trader werden ja gestern schon aktiv gewesen sein. Und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut. Ciao.